Dieser Mann alarmiert seine Gegner und begeistert seine Anhänger. Das ganze Land spricht vom Schulz-Effekt. Mit ihm wird selbst eine Übung der Freiwilligen Feuerwehr zum Medienereignis. Wer ist dieser Mann? Und warum ist er für seine politischen Gegner so schwer zu fassen? Martin Schulz will ganz nach oben. Kanzler werden. Ich glaube, dass er seit Gerhard Schröder der Erste ist, von dem man das Gefühl hat, er ist einer von uns. Die SPD im Rausch. Das gab's schon lange nicht mehr. Martin Schulz ist einfach eine geile Sau, ja. Das ist noch, wenn man so will, ein Sozi von altem Schrot von Korn. Ein SPD-Kanzlerkandidat als Superstar. Den finde ich toll. Er sagt die Wahrheit. Und im Internet startet der Schulz-Zug ins Kanzleramt. Überbieten sich die Fans mit selbstgemachten Bildern, gestalten Martin Schulz wahlweise als Retter, Heilsbringer oder Superman. Kann Martin Schulz einlösen, was die Menschen in ihm sehen wollen? Steigt dem Kandidaten die Begeisterung zu Kopf? Ich bin ja Mitglied der SPD und wir haben in den letzten Jahren noch viel anderes erlebt. Insofern glauben Sie nicht, brauchen Sie keine Sorge haben, das steigt uns nicht zu Kopf. Ich sehe das mit großem Realismus. Seine politischen Gegner werfen ihm jetzt Populismus vor. Wolfgang Schäuble vergleicht Schulz Auftreten gar mit Donald Trump. Die Show ist kurz, es muss schon ein bisschen Substanz kommen. Das ist so, als ob die SPD sich gerade in einen Rausch hineingesteigert hat. Er schüttelt sehr viel Hände, aber er bietet momentan keine Antworten. Herr Schulz setzt alles aufs Spiel. Seinen Höhenflug können die Kritiker damit nicht bremsen. Seine Anhänger lassen diese Vorwürfe kalt. Anfang Februar in Wanne-Eickel. Sie wollen den Mann sehen, der der SPD neues Selbstvertrauen gibt. Im Ruhrgebiet hatte die SPD zuletzt viele ihrer traditionellen Wähler enttäuscht. So erwartete die Partei heute nur ein paar Dutzend Interessierte. Doch dann kommt Martin Schulz. Ich bin keine SPD-Wählerin, aber mir kam der Herr Schulz so wie ein Heilsbringer jetzt gerade vor. So eine Aufbruchsstimmung, das hat mich echt beeindruckt. Ich wollte mal schauen, wie er sich hier im Revier schlägt. Für viele ist er ein neues Gesicht in der Politik, obwohl er schon über 20 Jahre lang als EU-Politiker unterwegs war. Schulz will Vertrauen schaffen, spielt die persönliche Karte. Guten Abend. Ich habe das gerade schon gesagt. Ich bin verwandtschaftlich in Wanne-Eickel gebunden. Meine Schwiegermutter ist hier geboren. Oh. Es gibt ganz viele Leute, die haben sich abgewendet, weil sie denken, die Politik kümmert sich nicht um mich, die interessiert sich nicht für uns und dann interessiere ich mich auch nicht für die Politik. Er tritt auf als einer, der versteht, was die Bürger beschäftigt. Jeder einzelne Mann, jede einzelne Frau steht im Interesse unserer Arbeit. Und das ist der Anspruch, mit dem ich in diesen Wahlkampf gehe. Keiner darf in diesem Lande zurückgelassen werden. Mein Gott, nochmal, was ich mir da alles anhören muss. Ich hätte kein Abitur. Stimmt, ich habe kein Abitur. Muss ich zugeben, ich käme aus Würselen. Ja, stimmt. Ich schäme mich auch nicht dafür, dass ich aus einer kleinen nordrhein-westfälischen Stadt komme, die meine Heimat ist und die Sorgen und Nöte meiner Nachbarn, die kenne ich vielleicht besser als manch einer, der im Feuilleton über meinen Bildungsstandard herzieht. Und wenn die Menschen wieder das Gefühl zurückgewinnen, dass wir, nicht nur hier oben, sondern wir, im Bauch fühlen, was das heißt, dass der Alltag hart sein kann. Dann werden wir die stärkste Partei in diesem Land und dann werde ich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Respekt, Anstand, Gerechtigkeit.
Mit diesen Schlagworten wird Schulz von nun an durch die Republik ziehen. Ich finde den Mann super toll. Ja? Und ich kann nur sagen, Herr Schulz, das ist die SPD. Ohne Herrn Schulz hätte die SPD null Chance. Man sieht ja einfach, was das für eine positive Stimmung ist momentan in der SPD und in der Gesellschaft. Und deswegen, es kann nur besser werden. Deswegen hoffe ich auf einen Umschwung. Dankeschön. Das bewegt doch irgendwie so was Neues. Das ist irgendwie... Ja, es sind auch so viele eingetreten, also alle hoffen wirklich, dass so eine Aufbruchsstimmung passiert. Er kann Menschen begeistern, gar keine Frage. Er hat eine große Ausstrahlung, weil er selbst ein begeisterter Mensch ist. Der wartet nicht vorsichtig ab, wie das eine oder andere kommt, sondern der marschiert nach vorne. Und das ist in dieser Situation jetzt das Ideale für uns. Die Genossen sind glücklich mit ihrem neuen Kandidaten und künftigen Parteivorsitzenden. Unangenehme Fragen will da keiner hören. Herr Schulz, wie bewerten Sie die Agenda 2010? Schulz' Beliebtheitswerte steigen. Die SPD überholt in Umfragen zwischenzeitlich sogar die CDU. Wer ist dieser Mann? Würselen bei Aachen. Hier wuchs Martin Schulz auf. Hier lebt er noch heute. Im Dreiländereck. Würselen hat 40.000 Einwohner, ist katholisch geprägt. Schulen, Geschäfte, ein paar große Unternehmen, Autobahnanschluss. Geboren wurde er in einem Nachbarort, nahe der Abbruchkante des Braunkohletagebaus, in Hehlrath bei Eschweiler. Gleich gegenüber die Kirche. Der ältere Bruder Walter Schulz erinnert sich an die Zeit, als der Vater von Berufswegen für einige Jahre nach Hehlrath versetzt war. Und wie hier am 15. Dezember 1955 Martin geboren wurde, das jüngste der fünf Kinder. Meine Mutter war Hausfrau, weil mein Vater war hier der Dorfpolizist hier in Hehlrath. Das heißt, er hatte hier praktisch die Polizeidienststelle in der Wohnung und das Wohnzimmer war unmittelbar mit der Polizeistaffel. Das heißt, wenn die Polizei Besuch hatte, durften wir nicht ins Wohnzimmer als Kinder. Das war die beengte Situation der 50er Jahre. Eine Kindheit in der rheinischen Provinz. Katholisch und sehr politisch. Die Mutter in der CDU, der Vater Sozialdemokrat. Bei uns zu Hause wurde immer mittags über Politik diskutiert, über alles, was anstand. Und wir fünf waren eigentlich immer sehr kontra gegen meine Eltern. Aber die konnten das gut zulassen. Und vor allen Dingen, meine Mutter war selber sehr argumentationsstark und hat dann auch heftig mitdiskutiert und konnte heftig dagegen halten. Mutter Clara ist streng katholisch und hatte nach dem Krieg die CDU vor Ort mitbegründet. Sie stammt selbst aus einer konservativen Familie. Mein Vater hielt sich eher zurück. Er kam aus einer sozialdemokratischen Tradition und hat das dann so zum den Familienkonflikt eher nicht gefahren. Und dann, wo wir dann älter waren, entwickelte sich das Haus allmählich eher zu einem sozialdemokratischen, weil alle Kinder in diese Richtung gehen. Das Familienleben ist nicht nur politisch, sondern auch europäisch geprägt. Weil das hier im Grenzland Alltag ist. 10 Kilometer sind es bis Holland, 15 bis Belgien. In manchen Orten verläuft der Grenzzaun in der Mitte der Straße. Zoll- und Passkontrollen ist man gewohnt. Die Familien leben mit der Grenze. Auch Familie Schulz. Die Urgroßmütter stammen aus Holland und aus Belgien. Die Familien, ja, die wohnten über die Grenze hinweg. Und mein Vater war Saarländer. Und ich glaube, seine Großmutter, also meine Urgroßmutter, war in Diedenhofen, heute Thionville, geboren. Wir hatten schon ein bisschen diesen Internationalismus in der Familie. Französisch und Niederländisch sind ihm von klein auf vertraut.
In Würselen, wo er aufwächst, besucht er die streng katholische Schule der Missionsgemeinschaft der Spiritaner. Damals das einzige Gymnasium in Würselen. Französisch, Geschichte, Deutsch, also Sprachen überhaupt. Und Naturwissenschaften war das absolute No-Go. Das war nicht sein Interesse. Und da konnte er sich auch ziemlich verweigern. Ja, dann hat er nur noch Fußball im Kopf. Ne? Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, ich will Fußballprofi werden. Ich war nicht talentiert genug. Das weiß ich aber heute. Damals wusste ich das nicht. Und dann war ich noch Teil einer sehr erfolgreichen Jugendmannschaft. Und wir träumten alle davon, Fußballprofi zu werden. Profi bei Rhenania Würselen. Damals ein erfolgreicher Verein. Die Herrenmannschaft hatte bis 1958 in der Profiliga gespielt. Also der Martin hat diese Charaktereigenschaften, die einen Mannschaftssportler auf Dauer stark machen. Die hat der besessen, bis heute zu, muss ich sagen. Und das war der Erfolg von Martin Schulz bei uns in der Mannschaft. Er war ein Anführer für uns. Vor allen Dingen im Gegensatz zu dir, nicht der Techniker, aber der Kämpfer, den man auch braucht. Und der bei einem Rückstand auch bis zur letzten Minute nicht gesagt hat, wir haben das Spiel verloren. Es sind ja noch 60 Sekunden, also können wir es noch umbiegen. Und diese Kämpfernatur, die hat er mit in die Politik genommen. Beim Fußball und auch nachher in der Juso-Arbeit, Ehrgeiz ohne Ende. Martin Schulz wird Schulsprecher und macht aus seiner politischen Haltung keinen Hehl. 1972 sollen die Schüler in der Aula das Misstrauensvotum der CDU gegen Bundeskanzler Brandt im Fernsehen mitverfolgen. Es herrschte hier eher eine Vorfreude auf den Sieg Barzels, dass endlich dieser Brand da wegkäme. Und dann ging das Misstrauensvotum aus. Und der Legende nach, ich war nicht dabei, der Legende nach jubelten zwei Schüler. Am lautesten Martin Schulz. Willy Brandt bleibt und wird zum großen Vorbild des 17-Jährigen. Und als sich der Kanzler später im Jahr erneut zur Wahl stellen muss, stürzen sich Martin Schulz und seine Freunde begeistert in den Wahlkampf. Da war Willy Brandt plötzlich ein ganz charismatischer Politiker, von dem wir das Gefühl hatten, er könnte was aufbrechen in Deutschland. Wie eine Erlösung. Also offen, das war eine Zeit, wo so alle im Aufbruch waren. Das hat ihn schon sehr beeindruckt. Und wir haben im Wahlkampf, wann kann man schon mit einem Vornamen Wahlkampf machen? Wir hatten diese Aufkleber Willi wählen und haben sie in ganz Würselen praktisch hinterlassen. Politik und Fußball treiben Martin Schulz an. Aber auf der Schule verlässt ihn der Kampfgeist. Er kommt mit dem strengen Schulregiment nicht zurecht. Er sprach besser Französisch als seine Lehrer, aber er konnte die Grammatik so nicht. Seine Sprachbegabung, die er hatte, die wurde nicht geschätzt, weil wurde man anders gefragt, wurde Ordnung und Grammatik und der klare Satzaufbau. Ich glaube, das hat ihn auch sehr frustriert, dass seine speziellen Begabungen, dass die nicht geschätzt wurden. Martin Schulz muss die 11. Klasse wiederholen und fällt dann durch die Nachprüfung. Geht ohne Abitur mit mittlerer Reife ab. Kurz darauf setzt eine schwere Knieverletzung seinem Traum vom Profikicker ein Ende. Beides, was ich mir als Jugendlicher und als junger Mann so vorgestellt habe, funktionierte nicht. Und dann habe ich angefangen, Alkohol zu trinken, um mich damit zu trösten. Das hat mich noch mehr aus der Bahn geworfen. Ja, da war ich ganz unten. Ich habe es eigentlich erst erkannt, als ich am Tiefstpunkt war. Und dann hat er lieber geguckt, welche Kneipenwürseln hat und wo das Bier besonders gut schmeckt. Eine Kneipe ist ein besonders beliebter Treffpunkt. Hier gehen sie alle hin, die Junge Union, die Jusos, der Männergesangsverein, Kleingärtner und Fußballer. Hier unterhält Martin Schulz das Publikum mit Parodien,
Er probt sein rednerisches Talent und trinkt. Das war für die Familie und auch für meine Eltern keine einfache Zeit. Aber mein ältester Bruder sagte immer, eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Und Martin ist im Moment unser schwächstes Glied. Und wir müssen alle gucken, dass der auch so stark wird wie die anderen. Ich bin denen bis heute zu tiefem Dank verpflichtet, weil die mich nicht mit Wattebäuchchen beworfen haben, sondern mir eigentlich ziemlich hart gesagt haben, wir mögen dich, du bist Teil unserer Familie, Teil unseres Freundeskreises, aber wenn du so weitermachst, nicht mehr. Und dann muss ich mich entscheiden, wo willst du eigentlich hingehören? Heute ist ein sehr selbstbewusster Martin Schulz unterwegs durch ganz Deutschland. Und er zieht auch junge Menschen an, etwa im schleswig-holsteinischen Ahrensburg. Ich habe seine Antrittsrede gehört und das hat mich eigentlich schon so ein bisschen überzeugt. Also vor allem für junge Leute fand ich das irgendwie ansprechend. Der wirkte so menschlich und ich würde mir gerne so ein eigenes Bild jetzt mal machen, also den auch mal mit eigenen Augen sehen. Ich möchte wissen, ob ich ihn Ende dieses Jahres wählen kann, darf, soll. Und deshalb bin ich hier. Was muss er denn dafür tun, damit Sie ihn wählen? Er muss mich vor allen Dingen in seinen Ansichten überzeugen, weil so sehr sympathisch die Leute auch rüberkommen können. Am Ende ist es die fachliche Kompetenz, die zählt. Und das gucke ich mir heute mal an. Doch Martin Schulz hat zunächst einmal die Absicht, sich im Land bekannt zu machen. Die Frage, wie gerecht es in Deutschland zugeht, wird er auch hier wieder aufwerfen und den Finger in die Wunden legen. Konkrete Rezepte zur Lösung der Probleme hat er nicht dabei. Wir wollen die stärkste Partei in Deutschland werden und ich will Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werden. Schulz will mehr Geld. Für Kranken- und Altenpfleger, für die arbeitende Mitte, für Schulen, Kitas. Das wirft Fragen auf. Wenn man die kleinen Leute sozusagen unterstützen möchte, wie sollen diese Ausgaben oder wo soll das Geld für diese Ausgaben herkommen? Große, riesige Vermögen und große, riesige Unternehmensbegebene müssen in Deutschland stärker besteuert werden, als das bisher der Fall ist. Das ist das Ziel unserer Steuerpolitik und das ist die Mehreinnahme, die wir brauchen. Doch hier sind manche skeptisch. Besonders wenn es um SPD-Altlasten geht, wie Hartz IV und Leiharbeit. Immer wenn die Antworten schwierig werden, versucht Schulz mit Einsicht und Selbstkritik zu punkten. Wir haben nicht den Stein der Weisen gefunden. Und wenn wir feststellen, dass etwas, was wir gemacht haben, vielleicht sogar in der besten Absicht gemacht haben, nicht genau in die Richtung führt, in die es führen sollte, da muss man auch den Mut haben zu sagen, dann werden wir das korrigieren. Fehler korrigieren, das kommt an. Die Agenda 2010 entschärfen. Aber wie? Martin Schulz bleibt unkonkret. Und so kann das Publikum sich vieles von ihm erhoffen. Ich fand seine Ansichten ziemlich gut. Und ich finde, dass er nicht so spricht wie zum Beispiel Merkel oder so, sondern so, dass man ihn auch besser versteht. War tatsächlich sehr überrascht, wie direkt er auf die Probleme der einzelnen Menschen eingegangen ist. Und auch wirklich eine gewisse Zuversicht ausgestrahlt hat, dass man die lösen kann. Ich fand ihn sehr bodenständig, das hat mir gefallen. Und irgendwie, ja, dieses Humorvolle spricht, glaube ich, auch die jungen Leute sehr an. Die Hälfte der Neueintritte in die SPD in diesen Wochen sind junge Leute unter 35. Schulz zieht. Ende der 70er Jahre gehörte Martin Schulz selbst zu den jungen Leuten und stand vor großen Problemen. Hatte Buchhändler gelernt, kämpfte weiter mit dem Alkohol, wechselte häufig die Jobs. Wie das bei Menschen ist, die vom Weg abkommen, die sind dann auch nicht so pünktlich morgens und dann nehmen es auch nicht so ernst, auch mal einen Tag nicht zu gehen. Und das war bei ihm dann auch so. Ne? Und dann hat er auch eben auch mal einen Job verloren. Ne? Und das hat er schon irgendwann begriffen, dass das nicht so weitergehen kann. Dann gibt es eine neue Chance für Martin Schulz. Er eröffnet einen Buchladen im Haus seines Juso-Freundes Achim Großmann. Der hatte das Haus von seinen Eltern geerbt und suchte eine sinnvolle Nutzung für das Ladenlokal. Ja. 82 war er seit 2 Jahren trocken. Wir haben dann gesagt, wie wäre es denn mit einer eigenen Buchhandlung? Wir hatten zwar keine Ahnung, ob das sich wirtschaftlich rechnet, aber wir haben dann ein Gutachten machen lassen und haben uns dann getraut. Also ich habe mich getraut,
als Vermieter zu sagen, du kriegst den Laden, und er hat sich getraut, ihn aufzumachen. Ein wichtiger Schritt, um wieder Fuß zu fassen. Das hat ihn geerdet. Also das war ja nun, der geht in Büchern auf, der Martin Schulz, und das war sein Ein und Alles. Und er konnte dann zu dem Selbstbewusstsein, was er über seine politische Arbeit bekam, konnte er auch sein Selbstbewusstsein und seine Selbstbestätigung in seinem beruflichen Leben finden. Martin Schulz startet jetzt durch. Zieht ins Rathaus ein, wird Stadtverordneter. 3 Jahre später sogar Bürgermeister. Mit 32 Jahren der Jüngste in Nordrhein-Westfalen. Er konnte reden, er konnte, ich sage mal, ein guter Fußballspieler kann ein Fußballspiel lesen. Und der Martin Schulz kann Politik lesen. Also er wusste ziemlich genau, was er in Bewegung setzen musste, um bestimmte Ziele zu erreichen. Schulz setzt die Rahmenbedingungen für neue Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Würselen. Für neue Bildungseinrichtungen. Dringend nötig, denn die letzten Zechen des Aachener Steinkohlereviers schließen. Schulz kümmert sich um Kita-Plätze und um die erste Flüchtlingswelle vom Balkan und aus Afrika. Und holt große Unternehmen nach Würselen. 3-mal wird er als Bürgermeister wiedergewählt. Und sitzt seit 1994 gleichzeitig noch im EU-Parlament. Am Ende verkalkuliert er sich. Spatenstich für ein umstrittenes Projekt. Würselens Bürgermeister Martin Schulz gab heute den Startschuss für den Bau des neuen Euregio-Freizeitbades. Schulz will das neue Spaßbad für Würselen. 2 marode Bäder will er dafür abreißen lassen. Viele Bürger trauen seinen Plänen nicht. Wenn ich Unrecht haben sollte, braucht keiner von uns mehr zu bezahlen. Wenn Sie aber verkehrt liegen mit Ihrer Interpretation der Sachlage, dann müssen wir als Bürger die Zeche zahlen. Ich glaube daran, dass das Freizeitbad in Würselen ein voller Erfolg wird, wirtschaftlich, organisatorisch. Ich glaube an dieses Projekt und deshalb kämpfe ich dafür. Kampf gegen die eigenen Bürger. Keine gute Idee. Die Fehlentscheidung, die wir gemacht haben, war, eine Bürgerabstimmung darüber zu verweigern, aus formalen Gründen. Der Bau dieses Bades selbst ist ein normaler Vorgang gewesen. Es ist heute eine sehr angesehene Freizeiteinrichtung. Aber was ich gelernt habe, ist, eine Abstimmung dieser Art zu verweigern. Das war ein politischer Fehler. Ein Fehler, unter dem die SPD in Würselen noch länger leiden wird. Die nächsten Wahlen gewinnt die CDU. Und das Spaßbad ist bis heute ein Verlustgeschäft für die Stadt Würselen. Martin Schulz arbeitet an seiner politischen Karriere. 4 Jahre lang war er beides, Bürgermeister und EU-Abgeordneter. Und 1999 sitzt er auch noch im Bundesvorstand der SPD. Er ist viel unterwegs. Für die Familie bleibt da immer weniger Zeit. Für Ehefrau Inge und für die Kinder Lina und Nico. Sie fragen schon nach, sowohl nach der städtischen Politik hier, als auch nach der Europapolitik. Ne? Ob der Schröder nett ist, zum Beispiel, will meine Tochter wissen. Was haben Sie gesagt? Ihr gesagt? Ganz netter Mann. Ist wirklich ganz toller Mann und so unheimlich kinderlieb. Ne? Und sie hat mal ein Bild gemalt, das ich dem Rudolf Scharping aushändigen sollte. Das habe ich dann auch gemacht. Hat sie sich gefreut? Ja, total. Und jedes Mal fragt sie mich, ob ihr Bild noch beim Rudolf Scharping im Büro hängt. Natürlich, habe ich ihr gesagt. Jeden Morgen guckt er da drauf und sagt, das ist von der Lina Schulz. Das. Ehefrau Inge ist Landschaftsarchitektin. Dem WDR erlaubte das Ehepaar Schulz einen äußerst seltenen Einblick in ihr Zuhause. Bevor ich einschlafe, egal wann ich ins Bett gehe, egal ob das jetzt um 11 oder um 1:30 ist, ich schaffe es immer noch eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde zu lesen. Würde Ihnen aber nicht einfallen, irgendwelche Akten mit ins Bett zu nehmen? Nee. Obwohl, so bekloppt bin ich mal eine Zeit lang auch gewesen. Aber das hat meine Frau mir dann Gott sei Dank relativ schnell abgewöhnt. Martin Schulz' Ehefrau bleibt im Hintergrund. Sie hat kein Interesse an einer Rolle als Politikergattin. Und doch plaudert Martin Schulz bei Presseterminen schon mal aus dem Familiennähkästchen. Zum Beispiel, als Bürgermeister Schulz am Abend des 9. November 1989 spät im Büro einen Anruf seiner Frau durchgestellt bekam. Und meine Frau, die war hochschwanger. Und meine erste Reaktion war, aha, es geht los.
Dann sagt meine Frau zu mir, in Berlin ist die Mauer offen. Und da habe ich meiner Frau wörtlich geantwortet, nee, das ist so ein Doku-Spiel, wo die da simulieren. Da musst du nicht so ernst nehmen. Doch, sagt die, klar, da stehen die Leute auf der Mauer. Ich habe gesagt, nein, das ist ein Spielfilm. Und meine Frau hat mir dann gesagt, pass mal auf, ich kann schon noch zwischen einem Spielfilm und der Tagesschau unterscheiden. Also, kannst du mir glauben. War gut. So habe ich von der Öffnung der Mauer erfahren. Bin dann mit gesenktem Haupt nach Hause gegangen. Brüssel. Hier arbeitet Martin Schulz sich hoch. Jahr um Jahr, Schritt für Schritt. Der Mann aus Würselen ist schnell für seine klaren Ansagen bekannt. Politische Beobachter verpassen Schulz einen Spitznamen. Wir haben immer gesagt, der Bürgermeister von Würselen, als er ins Parlament kam. Das ist vielleicht das, was ihn auszeichnet. Dass er einerseits diese absolute Erdung hat, die Kommunalpolitiker oft haben. Und andererseits die Offenheit gehabt hat, aus dem Grenzgebiet kommend. Der hatte als Junge schon eine Freundin in Lüttich, also in Belgien. Und dieses Europa ist ihm nicht leeres Gerede, sondern das ist tief sitzende Überzeugung. 2003 macht eine EU-Parlamentssitzung den Mann aus Würselen über Nacht berühmt. Auch Jean-Claude Juncker, damals Premierminister Luxemburgs, wird aufmerksam. Das war, aber damals habe ich ihn noch nicht intensivst gekannt. Anlässlich, dass in der Metzels, dass er mit Berlusconi im Europäischen Parlament hatte, als Berlusconi ihn da als Capo bezeichnet hat. Damals ist Schulz stellvertretender Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion und hat Fragen an den Ratspräsidenten. Was gedenken Sie zu tun zur Beschleunigung des Inkrafttretens des europäischen Haftbefehls? Martin Schulz formuliert unmissverständlich. Bei der gegenseitigen Anerkennung von Dokumenten. Das kommt beim italienischen Regierungschef nicht gut an. Da hätten Sie übrigens in Ihrem eigenen Land ein bisschen Reformbedarf. Herr Schulz, ich weiß schon, dass in Italien ein Produzent einen Film über die Konzentrationslager macht. Und ich schlage Ihnen vor, da den Capo zu spielen. L'Italia quindi. Martin Schulz als Besetzung für die Rolle eines KZ-Aufsehers? Eine Provokation. Wären Sie perfekt. Mr. Schulz, please, you have the floor, a maximum of 3 minutes under the rules. Thank you. Mein Respekt vor den Opfern des Faschismus verbietet mir, darauf auch nur mit einem Wort einzugehen. Aber mir ist klar geworden, dass es schwierig ist zu akzeptieren, dass ein Ratspräsident, der sein Amt ausübt, wenn er mit der geringsten widersprüchlichen Debatte konfrontiert wird, seine Kontenance in dieser Form verliert. Martin Schulz bekommt Zustimmung, vor allem aus den eigenen Reihen. Doch Berlusconi legt nach, treibt seinen Angriff noch weiter. Sollten Sie nicht in der Lage sein, Ironie zu verstehen, dann tut es mir leid. Ich ziehe aber das nicht zurück, was ich mit Ironie gesagt habe. Wenn Herr Schulz die persönlichen Beleidigungen nicht zurückzieht, die er an mich gerichtet hat. Ich habe in Ironie gesprochen, er hat es bösartig getan. Durch den Schlagabtausch mit Berlusconi verschafft Schulz sich Respekt. Andere werden auf seine Qualitäten aufmerksam. Und 2012 greift Martin Schulz nach dem Chefposten des Europaparlaments. Morgen! Happy New Year! Da ist er schon seit 18 Jahren Abgeordneter in Brüssel. Als Martin Schulz 1994 ins Europäische Parlament einzog, muss man sagen, war das Parlament noch weitgehend eine gehobene Quasselbude. Und das hat ihn gestört. Weil in der Demokratie muss da vom Parlament die entscheidende Macht ausgehen. Und all die Zeit, in der ich ihn beobachtet habe, war das immer sein Ziel. 2012 hofft er, dieses Parlament als Präsident führen zu können. Er muss allerdings die Konservativen von sich überzeugen. Und nicht alle aus der konservativen Parteienfamilie sind ihm wohlgesonnen.
Schulz präsentiert sich, wie so oft, als Mann mit Prinzipien. Die Ratschläge, die mir viele gegeben haben, ich müsste jetzt in den letzten 6 Monaten Kreide fressen und sozusagen nur freundlich zu jedem anderen sein, das ist nicht die Aufgabe, die ich habe und ist auch nicht mein Stil. Sie würden mich ja verachten müssen, wenn ich in den letzten Monaten angelaufen käme und immer nur sagen würde, nee, ich bin ja in Wirklichkeit gar kein Sozialist, ich bin ja in Wirklichkeit ein politisches Neutrum. Ich bin bis zum letzten Tag meiner Amtszeit Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion. Und ich bin ab dem ersten Tag nach meiner Wahl Präsident des Europäischen Parlaments. Und ich gebe Ihnen eine Garantie, ich weiß zwischen diesen beiden Posten sehr wohl zu unterscheiden. Später werden einige Abgeordnete genau das anzweifeln. Im Juni 2012 aber hat Schulz die Mehrheit von sich überzeugt. Er ist der neue Parlamentspräsident. Mit all dem Einfluss und dem Topverdienst, den das Amt mit sich bringt. Er leitet die Sitzungen. Er repräsentiert das Parlament auf internationaler Ebene. Er holt in Oslo den Friedensnobelpreis für die EU ab. Und er ist bei den Gipfeln der Regierungschefs dabei. Vor Schulz hat das kein Parlamentspräsident durchsetzen können. Martin Schulz ist jemand, der mit unheimlich viel Energie an seine Aufgaben rangeht. Ich habe ihn mal scherzhaft ein Kampfschwein genannt, weil er hier das Europaparlament in vielen Jahren sehr nach vorne gekämpft hat. Das findet auch die Karlspreisgesellschaft und verleiht Martin Schulz 2015 den renommierten Preis. In Aachen, seiner Heimatregion. Doch es gibt auch Kritik. Schulz sei mit der Machtfülle seines Amtes nicht sorgfältig genug umgegangen. Herbert Reul sieht das zum Beispiel so. Der EU-Abgeordnete aus Leichlingen hält Schulz sogar für einen, so wörtlich, selbstverliebten Egomanen. Ich finde, er hat sein Amt nachher ein bisschen zu sehr einseitig benutzt. Man könnte sagen, parteipolitisch einseitig benutzt. Hat dann auch manchmal nicht mehr die Meinung des Parlaments im Mittelpunkt gestellt, sondern seine. Diese Dominanz hat eben auch dazu geführt, dass er das manchmal auch sehr in dem Sinne benutzt hat, wie es ihm passt. Ich bin kritisch, weil ich als Haushaltskontrolleurin natürlich sehe, dass er als Parlamentspräsident bestimmte Rechte so genutzt hat und Regeln so gedehnt hat, dass man schon sagen kann, es handelt sich um eine missbräuchliche Verwendung. Er hat seine eigenen Leute, die für ihn gearbeitet haben und ihm treu ergeben waren, die hat er schon sehr bevorzugt und besser gestellt als andere. Und das sind Dinge, denen wir nachgehen im Moment. Rechtsverstöße hat die Parlamentsverwaltung bislang aber nicht festgestellt. Andere fragen, ob er der neuen Rolle gewachsen ist. Was mich im Moment so umtreibt, gerade weil ich ihn so gut kenne, ist die Frage, kann er auf dem Teppich bleiben? Also wenn das jetzt sozusagen mit ihm durchgeht, dann würde ich denken, dass Chancen auch schnell verspielt werden, die Lage in Deutschland aufzubrechen. Ich finde ihn absolut gut, jetzt auch in der Auseinandersetzung mit der AfD. Aber auf dem Teppich bleiben, das ist etwas, wo ich dann denke, kann er das wirklich? Schulz' Arbeitstage sind oft lang. Wann immer es möglich ist, versucht er nach Hause zu fahren. 180 Kilometer sind es bis Würselen. Schatzi, meld mich nur ganz kurz. Geht's bei dir jetzt nicht? Ja, dann telefonieren wir am späten Nachmittag. Okay. Wenn Sie so einen Job machen, wie ich den mache, so zu vielen Jahren, und Sie haben jemanden, der so tolerant und solidarisch ist wie meine Frau, das ist ja viel auch familiärer Verzicht. Und meine Kinder auch. Meine Frau hat mal scherzhaft gesagt, eigentlich müssten wir von dir ein Bild hier aufhängen, wo drunter steht durchlaufender Posten oder vorübergehende Erscheinung. Dass die in all den Jahren die Treue und Solidarität gehalten haben, das ist etwas, wofür ich vor allen Dingen dankbar bin. . 2014 stellt sich Schulz erneut zur Wahl. Kommissionspräsident will er jetzt werden. Einen vorläufigen Höhepunkt. Diesmal kommt es anders. Herzlichen Glückwunsch. Sein Gegenkandidat gewinnt. Jean-Claude Juncker. Ein Konservativer. Beide sind befreundet.
Wir haben gemeinsam gegeneinander Wahlkampf geführt. Und das war eigentlich für Wahlkampfverhältnisse sehr angenehm, weil wir in grundsätzlichen europäischen Fragen eigentlich keinen größeren Dissens hatten. Das war also der angenehmste Wahlkampf, den ich je in meinem Leben geführt habe. Und ich habe viele geführt. Freunde also, die sich auch mal helfen. Nach seiner Wahl musste sich Juncker kritischen Fragen aus dem Parlament stellen. Über seine Zeit als Premierminister der Steueroase Luxemburg. Er hatte mit Dumpingsteuern Unternehmen ins Land gelockt. Zum Vorteil Luxemburgs und zum Schaden der anderen EU-Länder. Parlamentspräsident Schulz kommt Juncker zu Hilfe. Als grüne Parlamentarier Junkers Steuerdumping in einem Untersuchungsausschuss aufarbeiten wollen, verhindert Schulz das. Mit einem Rechtsgutachten. Juristische Winkelzüge von einem, der sonst immer Klartext reden will. Im Januar 2017 löst Schulz sein Brüsseler Büro auf und schickt seine Willy-Brandt-Statue voraus. Nach Berlin. In Berlin ist es, als hätten sie in der Partei nur auf Schulz gewartet. Die SPD überlässt dem Neuen gleich den Chefsessel. Gabriels Büro hat Schulz auch sofort bezogen. Sein Vorbild und Wegbegleiter ist schon da. Willy Brandt, der auch einmal SPD-Vorsitzender war. Ja, der nachdenkliche, zum Teil auch traurige, ein bisschen melancholische Gesichtsausdruck, so war er ja wohl auch. So wird er von vielen seiner Weggefährten beschrieben. Aber diese Hand hält ein bisschen auch da unten, schützend seine Hand über uns. In Berlin weht der Wind rauer. Der Hype um Schulz im Land ist das eine, doch hier geht es um die Macht. Da schaut der politische Gegner nicht einfach zu, wie Schulz die Umfragen durcheinanderwirbelt. Es kursiert ein neunseitiges Schulz-Dossier, zusammengestellt von CDU-Abgeordneten aus Brüssel. Eine Materialsammlung, die scharfe Vorwürfe enthält. Es geht um zu viele Tagegelder, um Mitarbeiterversorgung und Spesen in teuren Restaurants. In der CSU greift man die Vorlage gerne auf. Das Niveau ist natürlich nicht, dass wir uns interessieren an Puddings zum Dessert in Brüsseler Restaurants in den letzten Jahrzehnten vom Kandidaten Schulz, sondern wir interessieren uns um die Inhalte und da ist er wie Pudding, denn er bietet momentan keine Antworten. Er schüttelt sehr viel Hände, aber das darf nicht reichen, um eine inhaltliche Auseinandersetzung zu beschreiben. Doch eines ist auffällig. Aus der Führungsebene der Union bezieht kaum jemand öffentlich Stellung gegen Schulz. Auch die Kanzlerin hält sich zunächst zurück. Hinter den Kulissen gibt es eine Vereinbarung mit der SPD, sich keinen unfairen Wahlkampf zu liefern. Doch das Schulz-Dossier hat diese Verabredung belastet. Solange Martin Schulz nicht konkret wird, hat es die Union schwer, der Halsbringer-Inszenierung zu begegnen. Die Strategie der CDU? Abwarten. Für mich wirkt das so, als ob die SPD sich gerade in einen Rausch hineingesteigert hat. Und meistens gibt es danach einen erheblichen Kater und den wird die SPD am Wahlabend haben. Mir ist es lieb, wenn wir den Kater nach dem Wahlsieg, wenn wir gefeiert haben, haben. Aber dafür müssen wir noch ein bisschen was tun. Auch Wolfgang Schäuble hält sich zurück. Im Spiegel hatte er Schulz noch vorgeworfen, ähnlich populistisch wie Trump aufzutreten. Doch das brachte Schäuble selbst Kritik ein. Später klingt der Bundesfinanzminister vorsichtiger. Die SPD hat wieder Mut gefasst. Sie fühlt sich ein bisschen frei von den Verpflichtungen in der Großen Koalition. Aber es ist ein bisschen ein Widerspruch, denn sie behauptet ja immer, sie hätte in der Großen Koalition viel dazu beigetragen, dass dem Land gut geht. Was soll jetzt gelten? Deswegen, die Schau ist kurz, es muss schon ein bisschen Substanz kommen. Die fehlt. Und das ist so gewollt in der Wahlkampfregie der SPD. Ich halte es jetzt erstmal für richtig, dass man den Menschen Martin Schulz kennenlernt, wie er tickt. Und dann kommt die inhaltliche Präzisierung ganz klar. Wir machen ja den Programmprozess im Moment als Partei und da ist er Teil von. Teil einer Wahlkampfmaschinerie, die nun läuft. Und Schulz läuft mit. Ende Februar ist er in Bielefeld. Es geht um Arbeit, um die Agenda 2010. Im Publikum heute hauptsächlich Gewerkschafter.
Mit der Agenda hatte die SPD viele Wähler vergrault. Schulz wird nun zum ersten Mal konkreter. Er will die Agenda-Politik entschärfen. So machen wir das. Menschen, finde ich, müssen mit Respekt und Anstand behandelt werden, wenn sie ihren Job verlieren. Menschen, die viele Jahre, mehr oft Jahrzehnte, hart arbeiten und ihre Beiträge gezahlt haben und zahlen, haben ein Recht auf entsprechenden Schutz und Unterstützung, wenn sie oft unverschuldet in große Probleme geraten. Deshalb denkt Schulz darüber nach, das Arbeitslosengeld I für ältere Arbeitnehmer zu verlängern und die Befristung von Arbeitsverträgen einzudämmen. Dabei hatte er selbst die Agenda-Politik häufig gelobt. Heute will er Fehler korrigieren und hat dabei beide Parteiflügel an seiner Seite. Seine politischen Gegner sind froh, endlich über ein Sachthema streiten zu können. Und die Wirtschaft protestiert. Mit einer ganzseitigen Anzeige in den Zeitungen. Schulz riskiere den Rückfall in alte Zeiten mit Massenarbeitslosigkeit, etwa wenn er die befristeten Verträge abschaffen will. Wir stehen zu dem System der befristeten Arbeitsplätze, weil sie eine Brücke in dauerhafte Beschäftigung bilden. Wir brauchen jetzt keine Agenda fürs 19., sondern fürs 21. Jahrhundert. Und die Vorschläge aus der SPD gucken zurück, nicht nach vorne. Wir haben jetzt noch ein spezielles Problem, das ist die Langzeitarbeitslosigkeit. Und da muss man gegenwärtig was gegen tun. Ja, und da kann man da anpassen. Aber das ist eine Weiterentwicklung der Agenda. Und es ist keine, sagen wir mal, Korrektur von Fehlern. Auch die Kanzlerin meldet sich Ende Februar schließlich zu Wort. Und verteidigt die Agenda 2010 vor Kritik aus der SPD. Man hat manchmal den Eindruck, sie schämen sich sogar dafür. Auf jeden Fall verleugnen sie sie und unablässig hadern die Sozialdemokraten immer noch mit der Vergangenheit. Ich sage Ihnen, wir gestalten die Zukunft und hadern nicht mit der Vergangenheit, sondern benennen das Gute. Mit seiner Forderung nach alten sozialdemokratischen Werten hat Schulz das Thema Gerechtigkeit unerwartet zu einem zentralen Gegenstand des Wahlkampfs gemacht. Und der hat gerade erst angefangen. Ob Angela Merkel und Martin Schulz die Verabredung zum fairen Wahlkampf durchhalten? Zu Hause in Würselen schwankt die Schwester samt eigener Familie zwischen Sorge und Stolz. Wie wird es dem Bruder, dem Onkel und Großonkel in Berlin nun ergehen? Schafft er das alles? Kommt er auch gut durch, rein körperlich durch diese ganzen Sachen? Das ist natürlich auch da.